würde ich sagen, ihr fahrt Ampex ab. Guten Abend, meine Damen und Herren. Rios Tageszeitungen hatten auf Seite 1 gestern zwei Aufmacher, wie das in der Journalistensprache heißt. Janka Cech zieht seinen Botschafter aus Washington zurück und Pele tritt zurück. Pele tritt zurück ist eine Nachricht, die nicht neu ist, aber die Tatsache als solche ist in Rio de Janeiro, ja in ganz Brasilien, immer noch Gesprächsthema Nummer 1. Vor der Politik und vor der Wirtschaft. Wen wundert also, dass das Maracanã-Stadion von Rio de Janeiro heute beim Abschiedsspiel von Pelé gegen die Nationalmannschaft von Jugoslawien fast oder so gut wie ausverkauft ist? Wahrscheinlich sind es also knapp 108.000. Aber nachdem 182.000 Karten vom brasilianischen Verband gedruckt worden waren. Pelé, Brasiliens bester, erfolgreichster und populärster Spieler, Rekordtorschütze, Rekordinternationaler, ab. Er zieht sich vom Internationalen, ja man muss in einem solchen Fall schon sagen, vom Weltfußball zurück. Im Augenblick im Stadion Maracanã auf dem Feld die Elf von Brasilien, die Mannschaft von Jugoslawien und das in diesem Fall vereinigte Reporterteam von 20 Radiostationen Rios, die alle die letzten Interviews versuchen einzufangen, Pelé zu fragen, warum er nun aufhört, warum er zurücktritt. Aber diese Frage wird mit Sicherheit offen bleiben. Das heißt, sie wird von Pelé nur ausweichend oder gar nicht beantwortet werden. Man wird die letzten Interviews machen. Man wird Gerson fragen, was er davon hält, einer der bekanntesten Spieler. Man wird Rivelino fragen, wen er für den Nachfolger im Trikot Nummer 10 der brasilianischen Nationalmannschaft hält. Und das Schiedsrichtergespann, bestehend aus dem Belgier Luro und dem deutschen Tschentscher sowie dem Engländer Taylor, wird warten müssen, noch eine ganze Zeit, bis der Ball zum Spielbeginn freigegeben werden kann. Benütze die Gelegenheit der letzten Minuten, bevor das Spiel angepfiffen wird, Ihnen zur Orientierung die Mannschaften zu sagen. Brasilien mit Felix Nummer 1 im Tor, mit Zé Maria Nummer 4, Brito Nummer 2, Biazza Nummer 3 und Everaldo Nummer 6 in der Abwehrkette.
in der Mittelreihe mit Clodoaldo Nummer 5 und Gerson Nummer 8. In der Angriffsformation von rechts mit Sequinha, Ravinho Nummer 9, Pelé Nummer 10 und Rivellino Nummer 11. Jugoslawien im blauen Hemd, weißer Hose und roten Strümpfen. Das können Sie leider nicht sehen, meine Damen und Herren, weil es hier in Brasilien noch kein Farbfernsehen gibt. Aber die Orientierung für Sie ist möglich, Jugoslawien also zu erkennen an der weißen Hose, dem dunklen Trikot. Die Mannschaft spielt mit Vukcevic im Tor Nummer 1. In der Abwehrkette von rechts mit der Nummer 2 Ramjak, Nummer 5 Paunovic, Nummer 6 Holzer, der Libero, und Nummer 3 Stepanovic. In der Mittelreihe mit Pavlovic Nummer 4, Oblak Nummer 8 und Acimovic Nummer 10. Und schließlich mit drei Spielern in der Angriffsformation: Petkovic Nummer 7, Filipovic, ein junger 18-jähriger Mann, der erst sein zweites Länderspiel bestreitet, Nummer 9, und Djajic, der heute sein 50. internationales Spiel absolviert, Nummer 11, links außen. Brasilien hat die Seitenwahl gewonnen und in diesem Augenblick wird mit der Nummer 9 Filipovic für Jugoslawien anspielen. Die Kameras des brasilianischen Fernsehens haben sich im Augenblick noch auf die brasilianische Elf konzentriert. Pelé bekreuzigte sich in diesem Augenblick, als Schiedsrichter Loro das Spiel freigegeben hat. Thank you.
Die Leitung aus Brasilien ist uns in diesem Moment gerade zusammengebrochen. Sie sehen die brasilianische Nationalelf in heller Spielkleidung. Die Jugoslawen haben die weißen Hosen und die dunklen Trikots. Das Spiel ist vielleicht 3 Minuten alt. Passiert ist bis jetzt nichts. Genau 2,5 Minuten sind gespielt. Von links nach rechts spielen. Jetzt auf der rechten Seite drüben mit dem rechten Verteidiger Semaria greift an. Sekinja, ein halber Garinja, nach meinen Beobachtungen vom letzten Mittwoch aus dem Spiel gegen die CSSR. Aber die Jugoslawen halten das Spiel bis jetzt offen. Und obwohl sie in 4-3-3-Formation begonnen haben, greifen sie sehr beherzt drüben auf der linken Seite, insbesondere mit ihrem Kapitän Djajic an. Die erste gefährliche Situation. Selbstverständlich immer noch 0-0. Gerson am Ball. Und Abseitsposition von Sekinja. Freistoß für Jugoslawien. Ich sagte schon einmal, knapp 180.000 Zuschauer hier im Stadion. Die natürlich alle besonders gespannt sind auf dieses Abschiedsspiel von Pelé. Und wenn ich die Tageszeitungen richtig studiert habe, so konnte man den Eindruck haben, Pelé spielt heute allein gegen Jugoslawien. Everaldo. Brito. Und Semaria. Brasilien überraschend ohne Tostan, der am Mittwoch gegen die Tschechoslowakei relativ stark gespielt hat, aber in dieser Begegnung verletzt wurde und wahrscheinlich eine Beinverletzung hatte. Sehr gefährlicher Schuss von rechts außen, Sekinja. Strahlende Sonne natürlich hier über Rio und Stadion Maracana. Obwohl wir hier in Rio jetzt Winterzeit haben, so muss ich sagen, der Winter ist hier so, wie der Sommer bei uns in Europa oder in Deutschland sein sollte. Angenehm warm, ohne tropische Luftfeuchtigkeit, unter der man hier im Sommer so sehr zu leiden hat. Deshalb sind die Bedingungen auch für die jugoslawische Mannschaft normal. Das Tempo, das bis jetzt hier in den ersten 6-7 Minuten gespielt wird, ist nicht allzu schnell. Und die Brasilianer bevorzugen noch so etwas wie einen Breitwandfußball mit sehr vielen Querpässen. Gerson, Jugoslawien im Kurzpass mit Djajic, der links außen und Kapitän, der sehr oft nach innen rochiert. Pelé. Das ist die Nummer 4 der Jugoslawen, Pavlovic. Immer sehr nah bei Pelé, aber ich glaube, man braucht eigentlich 2 Mann, wenn man Pelé direkt ausschalten will. Ramjak.
Cajic. Oblak. Paunovic. Gerson. Petkovic. Noch einmal. Von Pavlovic. Aber der Ball ging doch wohl 3 oder 4 Meter am Tor vorbei. Eine große taktische Konzeption ist bei den Brasilianern wie immer nicht zu erkennen. Aber das ist klar in diesem Team der Individualisten, dass da in erster Linie improvisiert wird. Sie sind Ballkünstler, Dribbler, Jongleure, die ihre Freiheit brauchen und die sich nicht gern in irgendein taktisches Konzept hineinpassen lassen. Das ist Jajic. Es müsste eigentlich einen Freistoß geben, einen indirekten Freistoß wegen unerlaubten Sperren durch Zemaria. Rivellino war das. Und wahrscheinlich Einwurf, kein Eckball. Zurückzugehen, dass der Eckball korrekt ausgeführt wird. Doppelecke diesmal von der anderen Seite. Ein schwer zu berechnender, leichter Ball. Der Vucevic große Mühe gemacht hat. Erster großer Aufschrei im Maracanã-Stadion der etwa 178.000 Zuschauer.
Everaldo Rivellino, der einer der möglichen Nachfolger Pelés sein könnte. Da sieht man es. Freistoß für Brasilien. Jetzt Acimovic und Jaic gegen Zemaria. Falscher Einwurf, auch das kommt vor. Natürlich hoffe ich, meine Damen und Herren, mit Ihnen auf ein Brillantfeuerwerk, das in erster Linie natürlich von den Brasilianern kommen könnte, zu dem aber auch die Jugoslawen fähig sind. Wir wissen, dass diese europäische Mannschaft beste internationale Klasse, zumindest im spielerischen Vermögen, darstellt. Aber ich muss einfügen, dass die brasilianische Nationalmannschaft vor 4 Tagen hier im Maracanã-Stadion weit von ihrer mexikanischen weltmeisterlichen Form entfernt war. Jaic. Ramjak. Rechter Verteidiger der Jugoslawen. Pavlovic. Gerson, Jorginho, Jugoslawen decken und markieren ganz genau etwas, was den Brasilianern natürlich nicht so sehr gefällt. Im Augenblick gibt es kein Durchkommen durch die Abwehrkette 4-3, die manchmal auf 4-4 verstärkt wird. Zequinha. Dritter Eckball für die brasilianische Mannschaft nach genau 19 Minuten. Spielstand in der Begegnung gegen Jugoslawien 0-0. Gerson.
Seginja. Und Pelle. Ja. Es war Glück für den 28-jährigen jugoslawischen Torhüter Vukcevic. Aber es sieht so aus, als hätte er sich bei dieser Aktion verletzt, als er den Ball nicht festhalten konnte. Und Vaginho nachsetzte. Wir werden es gleich im Bild sehen. Er hält sich immer noch in der Hüfte. In der brasilianischen Elf macht sich jetzt doch das Fehlen von Tostan bemerkbar, von dem man auch sagt, er sei einer der möglichen Nachfolger Pelés. Aber ohne Pelé sei er eben auch nur Tostan. Aber das Gespann Pelé-Tostan ist eben auseinandergerissen. So fehlt diesem Jubiläumsspiel. Es ist übrigens das 110. das Pelé für Brasilien bestreitet. Im Augenblick noch der Glanz. Auch Gerson, der große Mittelfeldmotor, ist bis jetzt nicht in der Lage, das brasilianische Spiel so auf Touren zu bringen, wie er das sonst tut und kann und wie wir das noch am Mittwoch gegen die CSSR gesehen haben. Aber alle diese Tatsachen sprechen eigentlich für die ausgezeichnete Gegenwehr der jugoslawischen Mannschaft. Auch kommen beide Außenverteidiger nicht dazu, sich in den Angriff, in die Offensive bei den Brasilianern einzuschalten. Und die Zuschauer hier im Maracanã-Stadion vermissen vor allen Dingen wahrscheinlich Carlos Alberto, den großen, starken Kapitän aus der Weltmeisterschaftsmannschaft, der so erfolgreich sich in die Angriffsaktionen der Brasilianer im letzten Turnier in Mexiko, wie Sie sich sicher erinnern, eingeschaltet hat. Das ist Gerson. Gefault, aber wer kann das wissen, dass er am Ball bleibt und damit ein Vorteil für die Brasilianer zurückgenommen wird. Das heißt, ein Vorteil für die Jugoslawen entsteht, die aufgrund dieses Freistoß nun, dieser Freistoßentscheidung des Schiedsrichters, ihre Abwehrmauer nun neu formieren können. Gerson. Seginja, Pelé. Clodoaldo. Noch einmal Clodoaldo, der die Mittelachse zusammen mit Gerson bildet. Gerson. Everaldo. Pelé zu kurz. Holzer, der freie Mann der Jugoslawen.
Abseitsposition von Pelé. Rivellino. Piazza. Clodoaldo Zekinja. Pelé. Tatsächlich gibt der belgische Schiedsrichter einen indirekten Freistoß. Rivellino, der Spezialist für solche Freistöße, legt sich den Ball zurecht, aber ja, da kommt er mit der Nummer 11. Das ist nun die Frage, Gerson, der dabei steht, oder Rivellino? Oder lassen sich die beiden einen besonderen Trick einfallen? Rivellino. Clodoaldo. Aguinho. Sehr schön gemacht. Rhythmischer Beifall der Cariocas hier im Maracanã-Stadion für die brasilianische Elf. Sicher mehr eine Aufforderung zu glanzvollerer Leistung. Endlich versuchen es die Jugoslawen auch mal über den Flügel. Die Brasilianer ballen ihr Angriffsspiel ein bisschen zu sehr in der Mitte zusammen, obwohl sie insbesondere auf der rechten Seite mit Zekinja über einen echten, sehr guten Außenstürmer verfügen. Aber Rivellino auf der linken Flanke drängt auch ein bisschen zu sehr nach innen. Jugoslawen verzögern das Tempo, lassen sich Zeit und versuchen bisher mit Erfolg, die Brasilianer aus ihrem Spielrhythmus und aus ihrem Tempo herauszubringen, wenn man von Tempo sprechen kann. Gerson und Pelé. Ja. Paunovic fährt, Gerson, Rivellino. Ja.
länger die jugoslawische Mannschaft dieses 0:0 halten kann, umso mehr Auftrieb bekommt sie. Das lag nicht an Djajic, dem Empfänger, sondern am Absender, an Oblak. Hadžimović aus der Dreierkette in der Mittelreihe der Jugoslawen. Und Abstoß vom brasilianischen Tor durch Torhüter Felix nach 29 Spielminuten. 0:0 im zweiten Abschiedsspiel der brasilianischen Mannschaft für Pelé gegen Jugoslawien selbst. Pelé am Ball. Pelé. Ein bisschen langsam im Antritt, im Start ist er geworden. Pelé ist in einem großen Dilemma. Vielleicht ist die Nervenbelastung hier und heute für ihn ein bisschen zu groß. Denn das ist klar, dass die Zuschauer im ausverkauften Stadion von Rio gerade von ihm eine Glanzpartie verlangen. Da ist er. Die Jugoslawen versuchen die Pässe genauso lässig aus dem Fuß zu schlagen, wie das die Brasilianer tun. Hadžimović. Stepanović, der linke Verteidiger der Jugoslawen. Ein langer Kerl von 1,85 Meter, der sich oft mit einschaltet. Und Djajic. Clodoaldo hat gerettet und nun bin ich gespannt, was Sekinja macht. Pelé, nochmal Sekinja. Sekinja. Rückpass. Marquinho, der Mittelstürmer, war es, der den Ball weit und hoch, wie Sie gesehen haben, über das Tor gesetzt hat. Ein ausgezeichneter Rückpass und endlich mal eine direkte und steile Kombination. Quasi sogar ein Doppelpass zwischen Pelé und Sekinja, ehe der Rechtsaußen freie Bahn hat. Djajic. Gerson, Pelé. Ah. Petkovic. Zwei Jugoslawen nur noch in der eigenen Abwehr und zwei Angreifer der Brasilianer direkt an der Mittellinie. Alles andere spielt sich im Augenblick in der Hälfte der Brasilianer ab. Und der Pass musste kommen, der war vorauszusehen. Aber darin offenbarte sich auch keine besondere Idee und keine besondere Übersicht. Ich weiß gar nicht, ob die Zuschauer mit dieser Entscheidung einverstanden sind oder nicht. Es gibt nämlich einen Freistoß
weil Petkovic den Rechtsaußen der Brasilianer festgehalten hatte. Muss ein gutes Auge haben, der jugoslawische Torsteher Vukcevic, denn das sah von der Tribüne aus gar nicht ungefährlich aus. Gerson. Tor. 1:0 für Jugoslawien durch Cajic in der 33. Minute. Sehr starker Beifall des objektiven brasilianischen Publikums. Nur zu verständlich, vielleicht verspricht man sich davon eine besondere Anfeuerung für die Brasilianer, für die eigene Elf. Von dieser Führung der Jugoslawen. Mit überlegener Ruhe hat Cajic, der wie gesagt heute sein 50. Länderspiel für die Jugoslawen bestreitet und der hier kein Unbekannter ist, den Ball ins Netz gesetzt, wie Sie gesehen haben. Cajic, der hier mit der Weltauswahl im November 1968 gegen Brasilien spielte. Pelé. Der Cajic. Oblak. Nun bin ich gespannt auf die Verabschiedung von Pelé in der Pause. Und überhaupt auf die Verabschiedung der brasilianischen Mannschaft, wenn es in die Kabine geht. Ob die Massen ihrem Idol eine recht schwache Leistung in diesen ersten 35 Minuten verzeihen. Achtung, Pelé! Aber ich bin sicher, sie haben nicht vergessen, welch große Erfolge Brasiliens Mannschaft in der Ära Pelé, die nun zu Ende geht, erzielt hat. Everaldo, der linke Außenverteidiger der Brasilianer.
Hacimovic ist offenbar so etwas wie Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld bei den Brasilianern. Sie haben ihn gesehen, er nimmt den Ball sehr geschickt auf, war sofort mit zurück in die Abwehrreihen und erwartet, bis seine Mannschaftskameraden dann mit nach vorn gehen, bis jemand anzuspielen ist. Pelé Gerson und herrlich gemacht. Von hier oben aus war klar zu erkennen, dass Gerson Pelé den Einschuss überlassen wollte. Aber das ist offenbar daneben gegangen, weil Pelé darauf nicht eingestellt war. Es ist ein recht langsames Spiel geworden an diesem Nachmittag in Rio und sicher fällt der Galaabend für Sie, meine Damen und Herren, zu Hause bis jetzt aus. Ich bewundere nur die Cleverness der jugoslawischen Mannschaft. Und das war natürlich Pech für den jungen Virginio, dass der Ball direkt noch an die Querlatte tanzte und von dort nicht ins Tor, sondern darüber sprang. Die Jugoslawen waren in diesem Augenblick sehr leichtsinnig und Oblak, der ihn verfolgt hat, hätte ihn auch früher attackieren müssen. Aber seien wir ehrlich, wenn ich alles zusammenfasse, war es erst die zweite Möglichkeit für Brasilien, hier zum Ausgleich zu kommen gegen Jugoslawien, das seit der 33. Minute durch Djajic jetzt am Ball mit 1:0 führt. Everaldo, Biazza, Gerson. Rivellino, Clodoaldo, Pelé und hinein, vorbei, vorbei. Noch vor Wochen wäre es wahrscheinlich ein Tor gewesen, vor Jahren mit Sicherheit. Die Zeit fordert offenbar ihren Tribut. Knapp 3 Minuten in der ersten Halbzeit zu spielen hier im Maracanã-Stadion. Pelé. Noch 150 Sekunden hat er Zeit, sich mit einem 97. Tor für Brasilien hier zu verabschieden. Aber das ist die Frage. Reicht diese Zeit aus? Stepanovic. Paunovic. Noch einmal Stepanovic. Djajic, auf den das Spiel der Jugoslawen zugeschnitten ist. Und Freistoß für Jugoslawien.
Sehr schön gemacht. Wunderbar, wie Filipovic, der 18-jährige Mittelstürmer der Jugoslawen, in diesen Bogenball hineingestartet ist, aber er kam um Bruchteile von Sekunden, vielleicht einen Schritt zu spät. Noch 45 Sekunden, dann ist die internationale Fußballlaufbahn des Edson Arantes do Nascimento, genannt Pelé, beendet. Und im Augenblick lauert er ganz vorn, vielleicht auf seine letzte Chance zum Erfolg zu kommen. Da war er am Ball. Das ist er wieder. Sequinha, schön freigespielt. Und Pelé. Und Pech hat er natürlich auch. Sonst wäre das doch noch eingetreten, was ich vorausgesagt habe. So viel Pech, er kann es gar nicht fassen, dass er sich von der Schussposition dort von der Strafraumgrenze eigentlich gar nicht lösen kann. Und immer noch schaut er Richtung Tor. Und noch einmal Pelé. Und Pelé. Nach meiner Uhr ist die reguläre Spielzeit der ersten 45 Minuten bereits abgelaufen. Eckball. Vierter Eckball für die Brasilianer. Pelé umgeben, umringt von vier jugoslawischen Abwehrspielern. Und Halbzeit im Maracana-Stadion, Spielstand 1:0 für Jugoslawien. Und Pelé sofort umringt von der Reporterschar, die ihn verfolgt. Und nun bin ich gespannt, wie die Cariocas hier ihr Idol verabschieden werden. Und ganz gleich, was auch immer sich in den vergangenen 45 Minuten abgespielt hat an Enttäuschung, Pelé hätte einen großen, einen glanzvollen Abschied durch seine Fans verdient. Aber nun ahnt man doch, warum er zurücktritt. Man sagt, er sei sensibel und er frage sich immer, will er, ahnt man doch, warum er zurücktritt. Man sagt, er sei sensibel und er frage sich immer, wie lange Pelé eigentlich Pelé bleiben kann. Und er soll gesagt haben, er gehe, bevor gepfiffen wird. Er möchte mit Beifall verabschiedet werden und dieses Feuerwerk ab, ohne Bestimmungen auf FIFA-Regeln. Eine Sportlerlaufbahn geht zu Ende, die sicher noch in vielen Büchern beschrieben werden wird, wenn Pelé nicht selbst seine Biografie herausgibt, die damit beginnen wird, dass der kleine Schuhputzer, wie alle Brasilianer, in Barfußmannschaften angefangen hat zu spielen, dass sie sich Straßenschlachten geliefert haben, bis der junge, schmächtige Edson Arantes do Nascimento Aufnahme fand in der Jugend- und Amateurmannschaft des FC Santos. Und das war im Jahr 1956. Und wie ich schon einmal sagte, bereits ein Jahr später bestritt er hier im Maracanã-Stadion für Brasilien
sein erstes Länderspiel gegen Argentinien und mit knapp 17 Jahren, als ihn fast in Europa noch keiner kannte, holte er zusammen mit den Großen der damaligen Jahre Didi, Vava, Garrincha, Zagallo zum ersten Mal die Fußball-Weltmeisterschaft für Brasilien in Schweden. An vier Weltturnieren nahm er teil, bestritt zwar nur zwei Endspiele, aber man sagt, obwohl er in Chile 1962 das Finale nicht mitbestreiten konnte, Pelé sei auch dort der große Dirigent der Mannschaft gewesen. Ein Dirigent und Solist zugleich, der einfach alles kann, der dribbeln kann, der Ballbeherrschung hat, der Spielübersicht hat. Und man sagt, Pelé, das Wort gibt es eigentlich im Portugiesischen gar nicht. Es soll aus dem Hebräischen kommen und Wunder bedeuten. Für mich heißt Pelé in der Fußballsprache übersetzt so viel wie Perfektion. Denn wenn es je einen perfekten Spieler gegeben hat, so war es dieser Pelé, bekannt in allen Himmelsrichtungen, bekannt in allen Stadien der Welt, der Schlagzeilen machten in der Weltpresse und dessen Name, ob als Pelé oder Edson Arantes do Nascimento, in allen Sprachen rund um den Erdball ging und von dem die Brasilianer sagen, er war im vergangenen Jahrzehnt unser bester Botschafter, zumindest in der Sportwelt. Das ist symbolisch. Pelé zieht das Trikot Nummer 10 aus und er lässt auf dieser Ehrenrunde hier im Maracanã-Stadion seinen Gefühlen freien Lauf. Pelé, der Weltstar, weint. Damit hat diese Verabschiedung etwas Sentimentales, was natürlich auch bei der Begeisterung und der Verehrung für Pelé hier in Brasilien zu erwarten war. Wir sagen Adios, Pelé. Fußball hat keine Zeit für Sentimentalitäten, meine Damen und Herren. Das Spiel geht weiter hier im Maracanã-Stadion und Pelé ist ausgewechselt. Natürlich ist er auf eigenen Wunsch ausgeschieden und die Brasilianer haben dies zum Anlass genommen, gleich drei Spieler auszuwechseln. Für Pelé spielt Claudio Miro mit linken Außenverteidiger. Ist ins Spiel gekommen Marco Antonio mit der Nummer 15 und schließlich für den rechten Außenverteidiger Zé Maria ist neu im Spiel Eurico mit der Nummer 22. Auch die Jugoslawen haben zwei Spieler ausgewechselt und zwar für Petkovic, den Rechtsaußen mit der Nummer 7, spielt Ljekovic mit der Nummer 15 und der rechte Verteidiger Ramjak musste seinen Posten räumen an Paunovic, der also auch schon in der ersten Halbzeit gespielt hat, aber auf den rechten Außenverteidigerposten gerückt ist. Und anstelle von Paunovic ist mit der Nummer 14 Jelkovic gekommen. Das Stadion liegt jetzt im Schatten der riesigen rundum Haupttribünen. Und ein leichter Wind ist aufgekommen.
Das wird die Aufgabe für die Jugoslawen ein bisschen erleichtern, die aber eben, wie Sie gesehen haben, in Bedrängnis waren durch den jungen Claudio Miro. Leroux, der belgische Schiedsrichter, hat auf direkten Freistoß entschieden. Und was mir fußballtechnisch in diesem Spiel besonders gefällt, ist die Tatsache, dass es kein Reklamieren gibt, kein Zurechtstellen der Abwehrmauer. Rivellino läuft an. Vukcevic. Und das müsste jetzt am Ball gewesen sein mit der Nummer 5, Paunovic. Jajic. Brito. Oh. Piazza. Brasilianer machen erstaunlich viele balltechnische Fehler und so etwas kann man nicht ausschließlich auf den nun wirklich schlechten Rasen hier im Maracana-Stadion zurückführen. Stepkovic, Stepanovic. Jajic. Georico, neu im Spiel, nochmal am Ball. Und so tragen sie denn den Ball langsam in vielen Stationen nach vorn, gewinnen wenig Raum, tun so, als hätten sie nie etwas von direktem Spiel gehört, von langen Pässen, von Flügelwechseln, versuchen ihre Dribblings auf engstem Raum. Und all das, was ich gesagt habe, gilt natürlich für die brasilianische Mannschaft, die zu viel Klein-Klein- und Kurzpassspiel einschaltet und damit bei der aufmerksamen Abwehr der Jugoslawen nicht ankommt. Es ist eigentlich erstaunlich, obwohl man nichts Allgemeingültiges an einem Spiel ablesen kann, aber wie wenig die Torhüter beschäftigt waren, wenn sie es einmal genau verfolgt haben in dieser Begegnung. Höchstens zweimal der Jugoslawische, der allerdings auch noch bei zwei Schüssen von Bele viel Glück gehabt hat. Und Felix sah ich höchstens ebenfalls zweimal in Aktion. Dabei war er eben einmal machtlos gegen den herrlichen Bogenschuss von Jajic, der die 1:0-Führung der Jugoslawen in der 33. Minute einbrachte. Sie werden Verständnis haben, meine Damen und Herren, wenn ich dies noch einmal einflechte, denn es könnte sein, dass sich an diesem späten Abend sehr viele Zuschauer noch später eingeschaltet haben. Vorteil. Gerson. Stepanovic, Acimovic im Mittelfeld und Jajic gehören für mich zu den auffallendsten Spielerpersönlichkeiten der Jugoslawien. Acimovic wieder am Ball. Es wird im heutigen Fußball sehr viel im Mittelfeld gespielt, sehr viel vertändelt. Die Taktik, soweit sie hier überhaupt erkennbar ist, lässt ein zügiges Spiel nicht mehr zu, weil die erste Aufmerksamkeit eben der Defensive geschenkt wird
weil alle Trainer der Welt versuchen, in erster Linie ihre Abwehrformationen so aufzubauen, dass sich ein brillantes Fußballspiel nur in den seltensten Fällen, mit viel Zufällen eigentlich gemixt, entwickeln kann. Und was hätte man sich von diesem Spiel alles versprechen können? Was haben sicher die 170.000 Zuschauer hier erwartet? Denn zu Gast ist in dieser Woche hier Europas alte Fußballwelt, dort wo der Fußball im Europacup einmal zu Hause war, in der Tschechoslowakei, in Österreich und auch eingerechnet Jugoslawien, und dazu kommt noch am nächsten Mittwoch Ungarn. Das hätten Glanzvorstellungen sein müssen gegen den Weltmeister aus der neuen Welt, aber ich muss sagen, es waren jedenfalls die zwei Spiele, die ich hier gesehen habe, bis jetzt enttäuschende Partien. Den Jugoslawen muss man zugutehalten, dass sie sehr geschickt spielen, das Tempo verzögern, versuchen, den Ball in den eigenen Reihen zu halten, sogar mit einem Rückpass über 40 Meter. Da haben sie gar keine Hemmungen, aber der Ball wird hin und her gespielt zwischen zwei, drei Leuten, und solange die eigene Mannschaft den Ball hat, kann keine Gefahr vom Gegner kommen. Eine alte Fußballregel. Gerson. Rico, der rechte Verteidiger. Ja. Marco Antonio, Gerson. Vorbei. Ein Opfer. In direkter Freistoß für Jugoslawien. Pio Rico hat den Linksaußen der Jugoslawen Jajic mit beiden Ellenbogen auflaufen lassen. Sehr schöner Pass. Stepanović Jajić.
Schade, dass die Kamera in diesem Augenblick ein bisschen zu groß gefallen ist. Aber Sie wissen ja, Großaufnahmen der Spieler ergeben wenigstens noch ein bisschen Tempo. Denn wenn ich so auf meinen Monitor schaue, muss ich sagen, das Spiel ist ja hier noch ein bisschen schneller und ein bisschen besser als in Wirklichkeit. Sehr gut gemacht von Vukcevic, stand etwa 3 bis 4 Meter vor seiner Linie. Wenn Jajic jetzt Kraft hätte, müsste er vorbeigehen. Aber er liebt halt auch das Dribbling. Vorbei. Spielt sind 10 Minuten in der zweiten Halbzeit und wer gedacht hat, dass die jungen Spieler bei Brasilien ein bisschen mehr Druck hineinbringen und dass die ganze Mannschaft nach dem Ausscheiden von Pelé ein bisschen unbefangener spielt, da sich bis jetzt getäuscht, obwohl man ja ein Spiel nie vor dem Ende kritisieren soll, muss ich sagen, und es eben gesehen. Claudio Miro hätte eine gute Möglichkeit gehabt, jetzt den Ausgleich zu erzielen. Das hätte aber nichts an der allgemeinen Kritik geändert, an der Qualität des Spiels. Aber vielleicht hätten dann die 11 Brasilianer und die 170.000 Zuschauer hier mehr Feuer gefangen. 5. Eckball für Brasilien. Rivellino. Endlich die Stimmung auf den Rängen, die man erwartet, wenn man hier nach Brasilien fährt und sich in das größte Fußballstadion der Welt begibt, nach dem Ausgleich durch Rivellino, der mit seinem starken linken Fuß unhaltbar, das war klar auch für Sie zu erkennen, das 1:1 markierte in der 67. Minute, wie gesagt. Nun kommt die Anfeuerung, nun kommt die Begeisterung nach innen und nun kann eigentlich der zündende Funke auch im Spiel nicht ausbleiben. Ah, Handspiel von Jajic, aber von Schiedsrichter Lohu nicht gesehen. Er andeutet durch eine Geste, dass Jajic der Ball an die Hand gesprungen ist und es gibt also keinen Freistoß aus dem Mittelfeld, sondern es gibt Torabstoß, während die Jugoslawen diese Gelegenheit benutzen, einen dritten Spieler auszutauschen. Mit der Nummer 13 kommt Antonjevic und für ihn verlässt das Feld. Ich konnte es nicht mehr sehen. Ich muss meinen jugoslawischen Kollegen fragen. Antonjevic ist im Spiel für Wien. Für den jungen Filipovic.
Jequinha Rivellino, der Torschütze. Jetzt gibt es endlich Pässe über 20 Meter. Kein Elfmeter, nein. Aber großartig gemacht von Claudio Miro. Claudio Miro liegt immer noch im Strafraum. Während das Spiel weiterläuft. Jetzt wird der Ball absichtlich ins Aus geschoben, damit der belgische Schiedsrichter das Spiel unterbrechen kann. Da sehen Sie rechts einen alten Bekannten, Américo, jener Betreuer, der mit Brasiliens Nationalmannschaft und dem FC Santos um die Welt gefahren ist. Ein alter Bekannter auf allen Spielfeldern der Welt, aber ist auch nicht mehr so schnell wie früher. Aber seine Mittelchen helfen offenbar immer noch. Claudio Miro ist wieder auf den Beinen. So schlimm kann es auch nicht gewesen sein. Boskov, hier der Trainer der Jugoslawen, gibt Anweisungen an seine Mannschaft, dass sie sich jetzt nicht überrennen lässt, nachdem sie den Brasilianern souverän standgehalten hat, nachdem sie diese Elf aus Südamerika nicht dazu kommen ließ, ihr Spiel zu spielen und aufzuziehen. Aber jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Freistoß für Brasilien. Und Eckball. Siebter Eckball. Die Jugoslawen haben nur noch Djajic am Mittelkreis stehen. Und sechs Spieler außer dem Torhüter im eigenen Strafraum. Jequinha. Achtung, Achtung und Tor, Tor, Tor durch Gerson. Gerson war der Torschütze nach einem schweren Fangfehler von Vukcevic, der allerdings behindert wurde. Aber es war wohl außerhalb des 5-Meter-Raums. Und Schiedsrichter Leroux hat keinen Grund gesehen zum Eingreifen. Jawohl, und abseits. Abseits. Nun sieht es so aus und hört es sich so an, als hätten die brasilianischen Zuschauer mit ihrer Begeisterung bis zur zweiten Halbzeit zurückgehalten. Aber eins löst bekanntlich das andere aus. Irgendwo muss der Funke überspringen, entweder er kommt von außen oder von innen von der Mannschaft selbst. Die Jugoslawen scheinen deprimiert zu sein. Rivellino. Jequinha und Stepanovic. Akimovic
zusammen mit der Nummer 8, Oblak. Gerson, Rivellino, Marco Antonio, wieder Rivellino, weiter Vorteil. Was ist nun los? Schiedsrichter Loru, Verband Rivellino. Wunderschön gemacht. Mindestens 25 Meter. Unhaltbar. Fantastisch. Ein herrliches Tor. Torschütze Jerkovic. Aber Felix ist ein bisschen zu spät nach diesem Ball gesprungen. 2:2. Jugoslawien hat ausgeglichen. Siebzigste Spielminute. Nun hat dieses Spiel wenigstens Tempo und Farbe seit etwa 10 Minuten. Gimovic, Jakovic eben am Ball gewesen, der Torschütze, mit großer Übersicht. Da drüben Baunovic, Djajic, wieder Jakovic. So stark gespielt und Abseitsposition. Das hätte ich nicht erwartet, dass die Jugoslawen noch einmal so umschalten würden. Denn nach dem 1:2 sah es für einige Minuten nicht gut aus. Aber wenn sie ihre Konterattacken starten, dann kommen sie gleich tatsächlich mit 3 bis 4 Angreifern. Sie machen das geschickt, sie halten das Spiel im Mittelfeld an und warten, bis 3 Stürmer möglichst weit auseinandergezogen in der Mitte und auf beiden Flügeln in Position gegangen sind.
Jerkovic. Gute Vorlage für Jajic. Brito hatte gerettet. Claudio Mirio, ein ständiger Gefahrenherd für die Abwehr der Jugoslawen, der zwei Mann dort bindet, der besonders gefährlich ist, wenn ihm Gerson die Bälle ganz hoch und weit nach vorn spielt. Da ist dieser Gerson, der jetzt in der zweiten Halbzeit seine Form gefunden hat, wieder am Ball gewesen. Ja, und jetzt muss der Gegenstoß kommen. Nur zwei Brasilianer noch in der Abwehr. Wunderbar. Querpass. Jerkovic. Da hätte man auch indirekten Freistoß entscheiden können. Gegen Brasilien. Aber Schiedsrichter Leroux ist vielleicht doch nicht zu Unrecht anderer Meinung. Auf jeden Fall gilt ja seine Entscheidung. Torabschluss. Noch etwa 12 Minuten zu spielen, 2:2 der Spielstand. Die ersten Pfiffe hier im Stadion, das kann ich verstehen, die Zuschauer waren mit den zwar recht temperamentvollen 15 Minuten zu Beginn der zweiten Halbzeit nicht zufrieden, sie wollten mehr. Sie wollten mehr Glanz und sie wollten natürlich auch die Glorie des Sieges. Foul.
Oh, klares Foul von Stepanovic. Und Kedzinja. Leroux spricht mit den Spielern beider Mannschaften ein bisschen zu viel. Ich frage mich nur immer, in welcher Sprache er das tut, denn er spricht nur Französisch. Natürlich kein Vorwurf, aber weder die Brasilianer noch die Jugoslawen werden ihn verstehen können. Marco Antonio. Rivellino, Clodoaldo, Gerson, Iorico, wieder Gerson, Paul, Iorico hat sich aufgestützt. Müsste sich ein bisschen eher vom Ball trennen, dann wäre er natürlich noch wirkungsvoller. Aber er hat wenigstens einen Freistoß herausgeholt für seine Mannschaft. Acimovic. Schlägt sich mit drei Brasilianern. Achtung, Achtung. Ja. Schafft er nicht mehr. Wir haben beide Mannschaften schon drei Spieler ausgetauscht und wie ich hier sehe, macht sich bei den Jugoslawen ein weiterer Reservespieler bereit, um hier noch einzugreifen. Das ist ein bisschen zu viel des Guten meines Erachtens, wenn solche Abmachungen geschlossen werden, dass man bis zu vier Spielern oder vielleicht sogar noch mehr austauschen kann. Gajic. Thank you.
Freistoß für Brasilien. Etwa 4 Meter von der seitlichen Strafraumlinie entfernt. Diorico. Jugoslawiens nächster Abwehrspieler ist gut und gern 14 Meter entfernt. Und sah lässig aus, aber sehr geschickt gemacht von Paunovic. Ein jugoslawischer Spieler hat sich dabei wahrscheinlich verletzt, als Claudio Miro in den Strafraum stürzte. Er liegt dort am Boden und es wird eine Spielunterbrechung geben. Zuschauer pfeifen, wie sie es tun, auf allen in allen Stadien der Welt. In einem solchen Fall, vorhin, als Claudio Miro dieses Missgeschick widerfuhr, war nichts zu hören. Natürlich benutzen die Jugoslawen diese kurze Zeitspanne zur Erholung, zur neuen Formation und taktischen Besprechung. Und in diesem Augenblick wird ein weiterer jugoslawischer Spieler ausgetauscht. Ich glaube, 16 sind mitgekommen. Nein, er geht wieder zurück. Er holte sich nur taktische Anweisungen. Es war die Nummer 15, Bjekovic, der wieder zurückkommt. Gleich werden Sie ihn sehen. So wird also Schiedsrichter Leroux einige Minuten abspielen lassen, das deutete er vorhin schon an. Aber das alles hilft nicht. Tausende, um nicht zu sagen 10.000, wandern bereits enttäuscht aus dem Maracana-Stadion ab, während Pelé hier auf der Ehrentribüne wie immer umlagert wird von Reportern, Autogrammsammlern, von Reportern, die ihm immer noch gute Ratschläge geben und immer wieder Interviews von ihm fordern. Interview, ein beliebtes Mittel hier, denn Zehntausende sind mit ihren kleinen Transistorgeräten im Stadion, sehen das Spiel und hören gleichzeitig die Übertragungen, ebenso wie die eingeblendeten Befragungen der Spieler und Offiziellen. Jaic. Rivellino. Gefährliches Spiel eines Brasilianers, aber der Jugoslawe ist in Ballbesitz geblieben und es hätte ruhig weitergehen können. Vielleicht ist es aber auch unbedeutend, ob so oder so. Jawohl. Klares Foul von der Nummer 5, Clodoaldo. Stepanovic, der linke Verteidiger der Jugoslawen, ist mit nach vorn gegangen. Jimovic. Nanu. Wieder an Jimovic. Und Marco Antonio. Aber es fehlt bei den Brasilianern doch sehr am Verständnis untereinander.
Da gelingen zwar zwei, drei brillante Spielzüge, aber dann geht wieder über 20 Minuten so gut wie nicht zusammen. Schade. Wo ist die Brillanz vergangener Tage geblieben? Zwei Stationen sind die Jugoslawen am Mittelfeld und nun muss Djajic etwas riskieren auf eigene Faust. Oder wartet er wieder, bis die Mitspieler kommen? Jawohl. Gerson. Stepanovic. Unterbrechungen würde jetzt die letzte Spielminute hier im Maracanã-Stadion zwischen Brasilien und Jugoslawien laufen. Aber der belgische Schiedsrichter hat angezeigt, dass er zwei oder drei Minuten nachspielen lassen wird. Oh, natürlich, Foul von Stepanovic. Aber nun kommt der Querpass, wovon drei oder vier Angreifer auf den Steilpass waren. Und ja, Tor! Abseits wird nicht gegeben. Abseits. Cenci hat angezeigt, abseits. Nicht der Schütze, sondern schon vorher stand ein brasilianischer Spieler im Abseits. Das Spiel geht weiter mit indirektem Freistoß. Es bleibt beim 2:2. Doru schaut auf die Uhr. Dass er jetzt nochmal einen Freistoß für die Jugoslawen geben muss. Gerson, Rivellino. Kein Problem für Vukcevic, oder doch? Und Schlusspfiff im Stadion von Rio. 2:2 rennen sich Brasilien und Jugoslawien im Fußball-Länderspiel. Und wenn ich noch einen Augenblick Zeit habe für eine kurze Schlusskritik, so müsste ich sagen, dass der Weltmeister von 1970 viel tun muss, wenn er seinen Titel erfolgreich verteidigen will. Auch Brasilien wird umbauen müssen und wird die Mannschaft verjüngen müssen. Jugoslawien hat hier gezeigt, dass die Elf derzeit zu den stärksten Mannschaften in Europa zählt, denn die Elf führt nicht ohne Grund in ihrer Qualifikationsgruppe zur Europameisterschaft vor der DDR. Ein alles in allem gesehen nicht überzeugendes Spiel mit brillanten Höhepunkten, das man aber schnell wieder vergessen wird. Guten Abend, meine Damen und Herren.
in Deutschland, Österreich und in der Schweiz.